nice. Ha, darf ich jetzt? Bitte? Ein merkwürdiger Jackzungenschalter. Igitt. Ja, leck mich am Arsch. Oh, eine Geheimtür, wie originell. Mist, da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Bitte darunter. Wenn ich jetzt philosophisch wäre, würde das jetzt länger dauern. Hinter dem Vorhang. Ich sollte jetzt wirklich langsam ein gutes Versteck finden. Ja, ich liebe sowas. Das fällt nämlich gar nicht auf. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. So schließt man die Tür ab. Aha. Und tschüss. Okay. Da ein Bikini und da sein Herzchen? Hier hat sich Jackfritz einen Spickzettel geschrieben. Mhm. Intelligent. Mhm. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Ich weiß es nicht. Würde mir die Arbeit ersparen. Mhm. Rasche, rasche. Klar, bin. Kling, klang, klong. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. In den eigenartigen Geheimraum will ich lieber nicht alleine reingehen. Vielleicht sollte ich ausnahmsweise, wirklich nur ausnahmsweise, meine Freunde reinholen. Ja, ich glaube, das solltest du wahrhaftig tun. Hallo. Jetzt. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Rasche, rasche. Klar, bin. Kling, klang, klong. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. Wie kommen wir da rein? Sitzwand öffnen. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spieleerfahrung. Eine Geheimtür? Hallo? Das funktioniert. Schade. Okay, was sollten wir jetzt tun? Wir sollten. Wie war die Reihenfolge? Aber es heißt doch zum Verschließen. Wenn das zum Verschließen ist, dann wissen wir natürlich nie, wie man die aufmacht. Nein, das war wohl nicht richtig. Nochmal von vorne. Ah. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Rasche, rasche. Klar, bin. Kling, klang, klong. Intelligent. Okay. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Okay. Würde mir die Arbeit ersparen. Okay. Rasche, rasche. Klabim? Was macht denn hier Klabim? Klabim, Klabim. Klabim? Mist. Fast richtig. Aber nur fast. Alles auf Anfang. Das macht Gong? Kling, klang, klong. Vielleicht schaue ich noch. Aha. Das macht gar nichts. Genauso wenig wie das. Und Brigitte macht sowieso nie irgendwas. Da wieder rausgehen. Aha. Aha. Seltsame Wand. Bücher. Klar, bin. Nein, das war wohl nicht drin. Nochmal. Okay. Ja, okay, 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 okay. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Rasche, rasche. Klar. Das Ding? Das Ding? Intelligent. Warum Wundervoll. Hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Ich weiß Würde es nicht. Mir die Arbeit ersparen. Okay. Schneekugel? Rasche, rasche. Klar, bin. Klingel? Kling, Gong? Klang, klong.
Katze. Jagdzunge. So schließt man die Tür ab und andersherum wieder auf. Mann, das muss ich mir echt mal merken. Alles auf alles. Mist. Scheißverein. Die Kasse? Der Gong? Kling, klang, klopp. Die Klingel? Klopfen. Und die Schneekugel. Rasche, rasche. Genius! Los geht's! Ja! Was für ein merkwürdiger Raum. Also die Jagdstatue finden wir hier nicht. Dafür ist ihre molekulare Struktur zu weiträumig. Aber vielleicht gibt es Hinweise. Langweilig! Also gut, suchen wir mal, wie man das in so einem Spiel wohl macht. Er ist ein Transvestit. Sieh mal an. Stell dir vor, ich hätte den hier nicht gefunden. Ein Desaster. Ja, eben. Ein Bleistift? Vielleicht will ich ja mal Notizen machen. Mhm. Oder einen Malkurs. Mhm. Oder jemanden pieksen. Mhm. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Ah, okay. Wisst ihr, ich wollte einen Zettel hinterlassen, aber ich hatte keinen Stift. Eine Nummer. Ah, Jagdfritz hat tatsächlich Jagdjoghurt an Eisenbeißer Willi geliefert. Aber der Auftraggeber war... Moment. Ich kann's nicht lesen. Ach. Mist. Gut. Damit endet dieser Fall hier. Vielen Dank. Ich verschwinde. Könnte mir jemand helfen, dieses Kostüm auszuziehen? Och nö, Menno. Ich will aber weiterspielen. Vielleicht, wenn wir in der Zeit zurückgehen und schauen, wenn Jagdfritz was schreibt. Das ist total möglich, aber wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Yippie, weiter geht's. Ach Mist. Wir brauchen Plutonium und draußen haben wir einen Motorroller. Wundervoll. Sexy Poster. Das sind sehr, sehr merkwürdige Poster. Offenbar die neue Yak Fashion Frühjahrskollektion. Hier modelt der Modedesigner noch selbst. Schön, dass Jagdfritz sein eigenes Model ist. Ein Statement gegen die Modelbranche, in der nur Jugend krankhafte Schlankheit und Künstlichkeit zählen. Trotzdem, Igitt. Igitt. Ach, ich weiß nicht, Bernd. Ich finde es eher faszinierend. Ich find's verstörend. Das sind sehr, sehr mehr offenbar hier. Schön, das einste trotzdem. Igitt. Poster. Jagdkopf mit drei Augen. Ein Jagdkopf mit drei Augen. Eine Neuzüchtung. Plutonium. Goldener Bikini. Ein Juhu. Goldener Bikini aus gehobelten Jagdhorn. Wie ihn Jagdfritz auf den Postern trägt. Ich finde, es verdeckt nicht seine Problemzone. Eigentlich verdeckt es zu wenig. Viel, viel zu wenig. Okay, Tür da wieder zurück, Lichtschalter. Damit können wir bestimmt das Plutonium leuchten sehen. Du stehst im Weg, Prigel. Yippie, Party! Erkenne ich das leichte Grün? Harter Gamma-Strahlung in dem Jagdkopf. Das erinnert mich an meinen ersten Praktikantenjob. Ach ja, wenn ihr könntet, dann würdet ihr mich jetzt tanzen sehen. Ui. Ich habe zu kurze Arme für Abstand.
So richtig flauschig. So, ein Häufchen Plutonium habe ich. Nicht gerade. Leider wird so richtig flauschig. Liebe Kinder, bitte nicht nach. Ja, ihr könntet euch an der Pfeile verletzen. Wirst du von Lama angespuckt, dann gehst du wieder zu deiner. Dann bereite ich den Spuck rein. No, ich fand das eigentlich gerade ziemlich sexy. Und zurück. Sag nicht, die haben wir jetzt da gelassen. So, wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Der Motorroller? Ich muss gestehen, ich fand das gerade sehr sexy da drin. Ich fand das wirklich wunderbar. Hallo. Hier, lieber Langole, damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. Darf ich jetzt der Motorroller? Hey, das ist mein Motorroller. Könnte ich mir den ausleihen? Na klar, ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Ja, nice. Ja. Jetzt gehst du damit zurück, ja? Genau da rein, wo du eigentlich gar nicht hin sollst, ja? Genau dahin. Und jetzt durch die Wand. Ich muss gestehen, ich mag den Soundtrack. Dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Echt, Bernd? Nein. Bernd, die lügt schon wieder. Der lügt ganz dolle. Okay, Das hast du nicht gehört. Okay, dann das auch nicht. Das funktioniert. Wir sollten das eventuell Brigitte geben. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen Fluxkompensator. Ja, den hätte ich hier, der Fluxkompensator. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506, 2259. Ach, man hätte auch sagen können, 2/3. Aber gut. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium. Ja, okay, das kannst du bekommen. Und dann werden wir zurück in die Zukunft reisen. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Der erste plutoniumbetriebene, fluxkompensierte Zeitreisenroller. Oh, cool. Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutoniumbatterie zu... Grün. Darf ich dran lutschen? Ich glaube, ich fahr dann mal. Nein, ich bin mir nicht sicher, ob du das darfst. Nur eventuell. Weißt du, ich meine, das könnte ja schon echt, schon so eine Menge, weißt du? Ich meine... ja, okay. Ist das Ding sicher? Natürlich, Bernd. So sicher wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird, eben sein kann. Also nicht. Viel Spaß, Marty McFly. Danke. Bernty McFly! Ah, das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist, ich muss mich verstecken. Hinter diesem Handtuch. Pixelig. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Ja. Also gut. Okay, yeah. Das nennst du also verstecken, lieber Spieler. Ja? Yeah? Sexy. Aber die Musik gefällt mir. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so pixelig ist. Blöderweise war die Sprachausgabe der Vergangenheit unverständlich. Ich verstehe ja auch vieles nicht. Aber mit verstehen meinte ich jetzt was Akustisches, also was mit Hören zu tun hat. Wer nicht hören kann, muss lesen.
Ja. Okay, ich kann auch nichts kombinieren. Lichtschalter? Ich darf auch, glaube ich, nichts tun. Vielleicht oder? Gibt's ja Genius! Einstellung.